Herzlich willkommen zu Geldbude, eurem Kanal zum Thema Finanztipps und Tricks. Heute widmen wir uns dem Thema Commerzbank Fototan aktivieren. Wir werden euch Schritt für Schritt erklären, wie ihr diese Prozesse durchlaufen könnt und worauf es hier zu achten gilt, um Online-Banking-Transaktionen noch sicherer zu machen. Wenn euch solche Informationen interessieren, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Herzlich willkommen bei Geldbude, deinen Channel rund um das Thema Finanzen, um die Themen Geld ausgeben und Geld einnehmen. Ja, bevor wir in Details eintauchen, lasst uns noch mal kurz klären, was ist die Fototan überhaupt? Die Fototan ist ein Sicherheitsverfahren, das von der Commerzbank angeboten wird. Es verwendet optische Codes, um Transaktionen zu autorisieren und sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf das Konto haben. Um also die Fototan zu aktivieren, benötigt ihr zuerst Zugriff auf euer Commerzbank Online-Banking-Konto. Stellt also sicher, dass ihr eure Anmeldedaten parat habt. Schritt 1 ist die Aktivierung von Fototan. Loggt euch in eure Online-Banking ein und navigiert zum Bereich Sicherheitsverfahren. Hier könnt ihr die Option zur Aktivierung von Fototan finden. Als nächstes müsst ihr eure Mobilfunknummer registrieren. Die Bank wird euch einen Registrierungscode zusenden, den ihr dann eingeben müsst, um eure Nummer zu verifizieren. Nachdem eure Mobilfunknummer registriert ist, könnt ihr euer Fototan-Gerät dann einrichten. Dies kann entweder ein separates Gerät sein oder eine App auf eurem Smartphone. Wenn ihr eine Transaktion durchführen möchtet, wird euch die Commerzbank eine optische TAN generieren. Diese TAN wird auf eurem Fototan-Gerät angezeigt. Fotografiert den optischen Code mit dem Fototan, mit der Fototan-App oder dem Gerät, um die Transaktion zu autorisieren. Während der Nutzung von Fototan ist es dabei wichtig, einige Sicherheitshinweise nochmal zu beachten. Bewahrt euer Fototan-Gerät auf jeden Fall sicher auf und teilt die Codes niemals mit anderen Personen. Ja, falls ihr während des Aktivierungsprozesses bei der Nutzung von Fototan Hilfe benötigt, könnt ihr euch jederzeit auch nochmal an den Commerzbank Kundenservice wenden. Das war's auch schon. Wenn ihr Fragen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da unten in der Kommentarspalte. Gerne auch ein Abo für diesen Kanal und bis zum nächsten Mal bei Geldbude.